Willkommen zum neuen Video. Heute Thema 123er. Da wollen wir jetzt auch mal langsam loslegen. Wobei ich immer gedacht habe, wir haben Andi da. Hi. Ihr kennt den Andi ja schon. Aber eigentlich warst du schon lange nicht mehr im Video, ne? War mit Hausbau beschäftigt. Stimmt. Vielleicht können wir mal, wenn der Alex so nett ist, mal ganz kleine Sachen einfügen, was Porsche 124 und den Golf betrifft. Am 123er, da ist das Thema, was machen wir? Ja? Es geht ja darum, wir fangen an, den zu zerlegen. Der Radlauf 4 ist am Arsch. Vorder- und Kotflügel sind am Arsch. Türen sind am Arsch. Türen habe ich jetzt gekriegt. Zwei Türen habe ich gekriegt für Schweinegeld. Kotflügel brauche ich noch, falls jemand von euch Kotflügel hat. Zwei Kotflügel brauche ich noch und das war's vorerst mal. Bloß die hinteren Radläufe. Siehst du auch schon mit dem Auge, wie wellig die sind und dass die schon mal bearbeitet wurden. Ne? Siehst du auch hier an den ganzen Wellen hier. Oder wie dick das hier ist. Ne? Das ist ja, ja. Der Plan ist, jetzt würden viele Leute mich hassen. Hätte ich einen sauberen 123er Coupé, hätte ich gesagt, lassen wir ihn so nur schön machen, fertig ausarmen. Der ist aber wirklich an den Radläufe gegammelt hier. Da müssen wir ein paar Stellen machen, auch unterm Kotflügel ist ein kleines Loch drin. Die müssen wir beheben. Ich werde dieses Auto einfach versauen, auf gut Deutsch gesagt versauen. So, ihr seht jetzt zum Beispiel, das habe ich ja schon ein paar Mal auch selbst beim BMW. Michael, kannst du mal den BMW mit ein bisschen höher? Natürlich. Wenn ihr diese Linie unter den Türgriffen seht, ist dieselbe Linie wie hier. Guck mal zum Radlauf. Hinten, guck mal vorne. Das heißt, wenn du das Ding und den hier exakt vorne und hinten gleichmäßig tiefer legst, sind die Räder hinten komplett im Radlauf und vorne sind sie komplett zu sehen. Und manche gefällt, viele Golfs fahren so rum. Ne? Ja, dieses hinter versenkt halt. Ja, aber mir gefällt das nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe überhaupt nichts dafür übrig. Machst du es so, dass du es vorne und hinten gleichmäßig haben willst? Das ist kein Fahrrad. Seinen Vater hast du dann, so, ja. So fährst du mit 60 Grad hier. Ne? Und das wollte ich nicht. Aus dem Grund sagen wir jetzt, oder der Andi ist jetzt aktuell für mehrere Projekte wieder angedacht, ne? Dass wir hergehen, dass wir denselben Radlaufform beibehalten, aber höher setzen. Ja, also nicht breiter, sondern einfach nur höher. Optisch gleich. Also die Leute, wenn sie das Fahrzeug sehen, würden sie nicht merken, dass da was gemacht worden ist. Aber spätestens, wenn er auf dem Boden liegt und sie kennen solche Fahrzeuge, würden sie sagen, ja, irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, da müssen wir einen Kompromiss finden, dass das nicht zu hoch wird, weil sonst passt es halt nicht mehr zur Gesamtlinie vom Auto, aber so, dass es auf jeden Fall vielleicht auf den zweiten Blick auffällt. Ich meine, wenn es dann immer noch minimal ganz leichter Keil hat, wenn es unterliegt, so 1-2 Zentimeter. Das ist ja wurscht. Aber du musst da fast 3-4 Zentimeter rummachen. Ja, viel mehr bei denen. Und das möchte ich nicht. Ja. Thema hier, Zierleisten. Will ich wegmachen. Wenn man sie wegmacht, seht ihr hier, das ist eine Ebene hier. Das ist hier eine Ebene. Und dann gibt es diese Sicke hier. Löcher zumachen. Da würden mich jetzt auch Leute steinigen. Ich? Du? Ja. Du wirst es verlassen? Nee, ich bin noch neutral eingestellt. Oh, neutral. Du neutral. Ja. Ich würde sie wegmachen, würde die Löcher gerne zumachen. Was, hättest du sie weggemacht? Die Zierleiste an sich sieht scheiße aus, finde ich. Dieses Gummiding da drauf. Wenn das jetzt nur so
keine Ahnung, so eine flache, dünne Chromleiste wäre okay, aber so ist es schon. Ist ja fast wie ein Regalbrett. Joa, ich glaube, du hast zu viel Haus gebaut. Wenn das so eine, keine Ahnung, wie beim Strich 8 oder so, die Alte, die haben ja so dünne, glaube ich. Oder bei den alten Opel, die haben auch so dünne, aber das dicke hier, ich weiß nicht. Das ist schon wuchtig. Mir fällt es auch nicht, aber hier, das hier. Oder hier ja. An der Kofferraumklappe. Hier, das hier gefällt mir auch nicht. Also mein Plan wäre, alle Leisten hier wegzumachen. Wir versuchen sie auch ordentlich wegzumachen. Ich habe ja mal mit dem Gedanken gespielt, dass man die vielleicht schwarz-matt macht hinterher. Wird's noch foliert, glaube ich. Foliert, weil das Fahrzeug soll ja lackiert werden. Welche Farbe kriegt es? Schwarz? Ja. Auch schwarz, okay. Ja gut, dann würde aber der Gummi an sich schon gar nicht... Wieso, was würdest du machen für eine Farbe? Ich weiß nicht, ich finde zu den Autos finde ich immer Metallic gut, weil Metallic hier die verschiedenen Ebenen so gut betont bei so eckigen Autos. Also zum Beispiel so ein dunkles Schwarz-Metallic. Also bei dem Auto würde ich echt empfehlen, keinen Hochglanzschwarz, sondern was mit Metallic, weil hier siehst du die ganze Formenstufe, siehst du immer Metallic immer viel geiler. Das ist dann trotzdem schwarz. Ja, aber dann ist es schon fast grau. Also Andazit-Metallic, ja, so dunkel. Da gibt es ein Schwarzmetallic. Ja. Vom BMW gibt es, ich glaube, Saphir Schwarzmetallic heißt es. Das ist du meinst das Schwarz. Diamantschwarz? Nee, von den neueren. Gerade jetzt aktuell. Das ist auf den ersten Blick fast glanzschwarz. Aber wenn es dann Lichteinfall kriegt, dann hat es doch diese verschiedenen Abstufungen noch von dem Metallic. So. Muss ich mal rausfinden. Ich glaube, das heißt Saphir Schwarz. Ich finde einfach schwarz, schwarz, schwarz. Du musst halt bedenken, du darfst auch hier an diesem Auto keine moderne Farbe hinmachen. Ja, das meine ich. Deswegen so ein aber schwarz ist doch jetzt nicht modern. Nee, aber so ein Schwarzmetallic ist ja aus 70er Jahre. Das ist... Wie du immer schwarz gut redest. Ja, egal bei welchem Auto. Ja, hier es passt die beste hier passt Farbe. Jetzt. Es ist einfach die beste Farbe, die Grundfarbe. Du kannst dann auch hergehen und folieren. Ja, ich stehe auf schwarz. Ich mag wie oft hast du schon Autos von schwarz wegfoliert? Jetzt warte doch mal ab, bis wir mal damit fertig sind. Okay, die Autos sind dann mal fertig. Soll ich jetzt anfangen zu folieren? So lange geht aber der Witz noch. Ja, ist aber so basisschwarz. Und ich sag jetzt mal so, 80% der Menschen, wenn sie ein Auto kaufen, würden sie schwarzes Auto immer nehmen. Ja, ich bin ob sie jetzt Silber nehmen, Weiß nehmen ist eine, oder Grau nehmen. Grau ist zwar auch so eine Farbe, wo jeder mag, aber ich denke, schwarz akzeptiert jeder fast. Ja. So, diese Leiste weg. Stern. Lasse. Matt. Ja, das kommt drauf an, wie das Gesamtkonzept dann... Ich mach das auch matt. Das will ich auch matt, ja. Dann muss alles matt, ja. Ja. Also ich will dann nichts mehr mit Chrom, aber diese Sache, also den würde ich lackieren, ist nicht das Problem, aber solche Dinger, die kriegst du ja nicht mehr und die sind eigentlich im relativ guten Zustand, die würde ich nur mal folieren. Ja, das ist Alu-eloxiert bei den alten Autos. Du kannst es auch noch nicht einmal polieren, weil wenn du das jetzt polierst, dann geht ja die Eloxalschicht weg und dann hast du so verschiedene Chromgrade. Deswegen würde ich sie nur folieren. Ja, wenn du es dahinter reinkriegst. Ich habe auch schon gedacht, komplexe warte. Form. Meint? Oh ja, das ist echt eklig zu folieren. Markus macht das schon. So eine doppelte Lippe. Viel Spaß, Markus. Markus macht das schon. Ja. Und dann zerlegen wir ihn natürlich auch innen. Und wird er dann innen auch schwarz? Ja, da bin ich noch am Überlegen mit ein bisschen Kontrastfarbe. Rot zum Beispiel. Nein, nicht rot. Eben nicht rot. Jetzt okay. Bei diesem Fahrzeug wird rot gar nichts gehen. Okay. Sag mir mal für Innenausstattung, bitte schreib mal da drunter, für schwarz eine Kontrastfarbe wie zum Beispiel Nähte oder so Kleinigkeiten. Was würdest du sagen? Ich finde aber tatsächlich so Bordeaux-Rot gar nicht schlecht zu schwarz. Nee. Ja, Bordeaux-Rot oder Zimt? Ich hätte braun gesagt. Ja, braun ist auch geil. Was für ein braun? So wie Zimt? Hackbraun. BMW Zimt braun? Durchfallbraun. Was? Keine Ahnung, braun halt. Was gibt's denn da? Cappuccino braun? Ja. So. Okay. Die Nähte und so Kleinigkeiten. Auch das ganze Holz möchte ich dann nicht mehr haben. Wobei das aber zu braun gar nicht so schlecht kommt dann. Nee, ich weiß es nicht. Mir gefällt das jetzt so nicht. Gut, könnte man im schlimmsten Fall folieren. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und wenn man die foliert, dann in Schwarz. Ja, ich glaube, ja, entweder Leute, seid mir nicht sauer, aber kann man ist ja halt dann nochmal umfolieren. Es ist halt meine Lieblingsfarbe und das will ich dann so haben. Schwarz ist keine Farbe. Nein, dann hoffentlich auch noch ein schöneres Lenkrad, oder? Ja. Nardi. Ja, aber nicht Holz. Was machst du mit der? Es gibt ja dieses Nardi vom Porsche, wird zum Beispiel. Also, mein Bruder hat das in einem E30 drin. Okay. Andi.
nicht so weit weg. Man hört dich sonst schlecht. Also, wisst ihr, ich hätte ja gesagt, komm, wir machen den wirklich originalgetreu und wir machen den schön, wenn solche Sachen nicht mehr. Guck mal, wie viel da schon bearbeitet wurde. Das wurde irgendwann mal bearbeitet, andererseits noch nicht. Deswegen ist da drüben noch an der Stelle hier ein Loch. Deswegen ist es für mich kein perfektes Fahrzeug mehr. Und wenn es kein perfektes Fahrzeug ist, darf ich machen, was ich will, so auf die Art. Ich erkämpfe mir gerade bei den Leuten die Freiheit zum Umbauen. Türen habe ich ja schon. Was machst du? Spachtelmasse abreißen, Achtung. Die nimmt er mit nach Hause. Alter Verwalter. Oh, GFK auch noch. Ich glaube, so sieht es da hinten rechts aus. Oha. Guck mal da, die Schichtdicke. Stabil, aber deswegen haben wir diese Türen jetzt hier, guck. Und die sehen unten so aus. Guck mal auf die Seite. Das ist doch eine schöne Farbe. So würde ich machen. Ja, so ist auch geil. Landwirtschaftsgrün. Das war mal so. Landwirtschaftsgrün. Was mit dem Violett? Bayern Eis. Genau. Bei mir fehlt das hier. Komplett. Es ist einfach nicht mehr da. Würde ich aber auch weglassen dann. Oder? Nein, ist verflogen. Ich meine rostmäßig. Ach so, nee, ich meine mit der Zierleiste am Schweller. Das ist nämlich das nächste, was ich dir vorschlagen würde. Was? Was das Allerwichtigste an dem Auto wäre, dass das mal Schweller kriegt. Das was? Das hat ja keine Schweller. Ja. Ich weiß nicht, was die Designer sich damals gedacht haben, dass das einfach hier so aufhört. Das sieht aus, als wäre das der Innerschweller und hier fällt einfach das Deckblech. Was glaubst du, wie das Auto schnittig wirkt, wenn der Schweller hier weiterläuft? Wie so ein Radius, Auto, mit so einem großen Radius. Bei jedem normalen Auto auch, dass der Schweller einfach da... Aber hier ist die Zierleiste und hier ist doch nichts. Meinst du, das kann man auch das Blech machen? Da kann man das machen. Und dann sieht er auch gut aus, weil jetzt liegt er unten, aber er wirkt optisch immer noch so. Ja, ja, als wäre er immer noch oben. Ja, weil keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Lass mal einfach mal das Schwellerblech, wir gucken so. Und das Auto dann schon gleich viel tiefer und... Ja, wobei du musst sehen, guck mal, der Schweller ist aber tiefer, obwohl wir haben Teile bestellt, ne? Wir haben Teile bestellt, wir haben für Front und so Teile bestellt für das Auto. Was für Teile? Sollen wir ja noch so einen Ausschnitt reinmachen, oder? Weil du... Ja, sollten wir auf jeden Fall. Dass man hier Doppelrohr, doppelflutig rauskommt. Ja, so das Original aussieht, so eine... Ja, soll man eigentlich fast eine Auspuffanlage besorgen zuerst mal, ne? Ja, ich weiß nicht, oder du musst halt mit dem Rohr hier unten so auf der Höhe raus, aber wenn es da ist, wo es jetzt ist, müsste es da, wenn nicht so ein Schwan hat. Die Frage ist halt, ob das Ding überhaupt drunter bleibt, ne? Ja, na klar, aber wenn du halt einen Sportauspuff willst, hängt entweder die Endrohre da unten. Nee. Oder man muss halt hier noch ein Ding da reinmachen. Gut, ob das halt geht, hier ist doch die Stoßstange noch, ne? Ja, gut, das muss man mit Stoßstange sehen. Was, wenn man zwei nach unten gehen lässt? Nee, so ein Diesel. Sieht dann aus wie Diesel. Schritt. Aber das ist ja wieder am Kommen hier, ne? Die neuen Autos haben das alle. Das Schöne ist, so, jetzt nehmen wir den mal hoch und wir wiegen ihn mal. Das interessiert mich nämlich auch noch, was er so wiegt. Aber jetzt ist ja schon die Hälfte weg, oder? Ja, das ist nur, was ist denn weg? Ein Kotflügel ist weg. Den kann ich auch wieder vorne reintun. Spachtelmasse fällt auch. Die sollte eh nicht drauf. Willst du dich mal wiegen? Ja. Ja. Ich schätze dich auf 92. 105. Nee, 95. 97. Tschüss. 106, 105. Allah. Ich sag 1,3. Sag 1,6. 1,5. 1,55. 1,6 mit Stoßstange. Stimmt, die Stoßstange sind nicht dran. Aber Kotflügel habe ich auf die Haube gelegt. 1,250. Hä? Stimmt, aber dann schwere Stoßstange, wenn die 350 Kilo wiegt. Ja, ist klar. Ist gut. Hey, der wiegt genauso viel wie mein alter Mini. Krass. Viel schwerer. Wolltest du nicht Rad draufstecken? Doch. Achso, brauche ich dafür den Kotflügel vorne. Ja, eigentlich schon. Und nur, wie findest du die Felgen? Schön, oder? Hey, Nico, hör auf damit! Hör auf! Okay. Nicht immer alles erzählen. Ich hab nichts erzählt. Wie fährt sich eigentlich das Luftfahrwerk? Gut. Überraschend gut, oder?
Ja. Ja? Gut. Wobei da auch viele Sachen noch ausgeschlagen sind. Ne? Ignoriert den Reifen. Ignoriert den Reifen. Das waren ursprünglich die 17 Zoll Felgen, die wir auf der Messe auf dem 190er drauf gehabt haben. Und da der von der Höhe her Probleme hatte, haben wir so einen Rennreifen drauf gemacht, praktisch damals. Ne? Den darf eigentlich jetzt, ja. Oder? Sieht aus wie ein USK jetzt in der. Stimmt. Ich glaube, ablegen ist nichts. Nee. Aber können wir da was kaputt machen beim Ablegen? Nö. Nee. Nee. Ja? Das liegt dann halt hier auf. Aber ich habe mir echt weiter vorgestellt. Also. Das Auto oder die Felgen? Dass die jetzt weiter drüber rausstehen. Ja. Und hier steht er zu weit raus. Definitiv. Jetzt machen wir mal runter. Jawohl. Wenn es jetzt schleifen geht's, ne? Passender Reifen wird es gehen. Ja. Oder wenn man es vielleicht noch hinbekommt ohne die Spurplatte. Ja, ich habe jetzt die Spurplatte gebraucht, weil die Narbe einfach zu weit raussteht. Aber ohne die Spurplatte wäre perfekt mit dem Budenreifen. Ja, ja. Das sind wir jetzt hinten. Vorne sind wir bei 9x17 ET20. Und hinten sieht man jetzt, hier könnt ihr durchgehen noch. Aber ist ja monsterdick. Lass ihn mal ab, oder? Ja, lass mal ab. Lass mal ein bisschen ab, was er macht, oder? Halt vorsichtig wegen der Kante von der Felge mit ihnen ins Schrott. Ja, vorne reißen wir jetzt Kotflügel weg. Pass auf, wie nochmal du. Hinter so ein Stück. Wie das in der Tuning-Szene passieren kann. Hier, nicht vorne. Nicht hinten, vorne. Gut, der ist jetzt nicht angeschraubt, ne? Eigentlich vorne, guck mal mit Spurplatte. Mit 10er Spurplatte, guck mal. Hinten ist jetzt auch ganz unten. Nee, noch nicht, aber irgendwas steht an, man hört es. Mhm. Ah doch, hier, wo ist der Reifen so dick ist. Ja. Aber wir könnten hier locker. Du denkst mal. Nee, mehr. Du kannst auch noch die Kante dünner machen, oder? Die wird ja auch dünner, das wird ja ein Blech hier. Ja. Das wird ja hier ein Blech, ein schmaler Blech hier. Du musst jetzt bedenken, was für Sturz wir gerade haben. Gar keinen. Da kommen wir jetzt beim Schmerz. Ja, ja, guck doch, gar keinen. Komm mal her und guck mal, du bist auch so gar keinen. 2-3 Grad, oder? Ja, jetzt stell dir vor, der müsste ganz rein und wir machen das Ganze hier höher. Das meine ich ja. Der ist jetzt gerade am Punkt, wo die Achse anfängt, breites nach innen zu machen. Ja. Ich denke schon, dass mindestens 1 Zoll, wenn nicht sogar eine halbe Breite auf jeden Fall noch reinpassen wird. Und wir können ja auch in der Einpresstiefe spielen. Ja, oder so. Wobei, ich glaube, wenn von Herr Megerle, kommen Sie doch zu uns, damit die Felge zu breit sind, wenn du von hinten schaust, sieht es auch wieder komisch aus. Viel breiter als 10,5 würde ich glaube gar nicht gehen. Weil wenn du dann hier von hinten reinschaust und hast hier so. Ja, das ist zu brutal ausschaut. Krasse Kanister oder so. Dinger drin ist zu arg. Aber gerade ET noch ein Stück raus, dann wäre es glaube ich richtig gut. Ich würde trotzdem auf 11 Zoll gehen. Ja, 11 geht ja noch mit Stretch, dann sieht es nicht ganz so breit aus. Wenn, ja. Wobei dann wieder immer wieder offiziell immer Probleme hast mit deinem Reifen. Ne? 10,5 ist besser, da hast mehr Freiheit noch, dass der noch hier hochkommt. Also einen Platz brauchst du auf jeden Fall nicht Sorge machen hinten dann. Ohne, der wird ja nicht breiter, der wird von der Optik nicht breiter, nur höher und du hast trotzdem ultra die Breite. Aber dann hast du mehr Platz hinterher. Wenn du jetzt 11 Zoll fährst und du musst einen Stretchreifen nehmen, dann kriegst du nie eingetragen. Ja, bei 10,5 kann ich 225. Nee, du musst. Wo 225? Nee, ganz kurz, du musst echt ein bisschen weiter ran. Bei 10 Zoll ist laut Norm 235 oder 245 musst du fahren. Okay. Reifenfreigabe gibt es doch aber bis 0,5 immer. Also so habe ich es im Kopf, dass immer ja, wenn du eine Kommafelge hast du immer der maximale Stretch bis. So, aber wenn dann was in der Freigabe kriegst, dann ist es 2,45 auf 10,5. Bei 18 weiß ich es nicht. 17. Ich muss selber jetzt auch nochmal nachgucken. Ich glaube, ich hatte auf meinem E36 10,5er mit 225, 35. Fand ich auch, aber das ist illegal. Niemals. Zu 100% ist es illegal. Dann waren es vielleicht 9er, 10er, ach ich weiß nicht. 9er eher. Ja, 9 war 205. Ja, das ist halt, es soll schon realistisch bleiben, es soll auch fahrbar sein. Ne? Von daher, also ich sag, weiß ich nicht, Mann. Wenn wir jetzt nochmal mit der Einpresstiefe rausgehen, dann bist du bei ET0. Wäre ja nicht so schlimm, oder? Hm. Oder wegen was wäre das? Ja, ET0 ist immer wieder, da bist du in so einem Bereich, da brauchst du ein Fahrwerksfestigkeitsgutachten und so ein Kram, weißt du? Bei ET20, ja, geht's noch. Lieber Spurplatten drunter machen. Ja, wie gesagt, also 1 Zoll breiter würde gehen und der Rest mit Platte, denke ich. Ich würde nicht mal 1 Zoll breiter gehen.
Was ist jetzt 10? 10er. Ja, dann 10, 5 und der Rest mit Platte. Ja. Gut, die Felge ist jetzt auch viel zu modern. Es ist nur zum Probestecken, dass wir mal so ein Maß haben. Aber vorne passt. Ja, vorne ist stimmig. Mit Spurplatten. Jetzt ist ja, kann man einfach ableiten vorne, oder? Geht noch vorne, wundere mich ja. Ne, liegt auf, ne? Ja. Ist das schon alles? Ja. Gut, das ist TÜV. Ja, okay. TÜV-Norm. Ja gut, aber das ist ja jetzt schon der Unterschied. Vorne und hinten ist ja jetzt ungefähr gleich der Abstand. Sogar hinten ist sogar tiefer vom Radlauf her gesehen. Ja, er sitzt stimmt. Auf. Er sitzt auf, ne? Ja, wenn du jetzt Felgenkante, Radlaufkante anschaust, ist jetzt am Radlauf gleich, aber dein Auto hat einen Keil von 5, 8 cm. Wenn wir das noch wegbekommen durch die Radläufe. Und es bietet sich auch an. Gerade ist hier irgendwie die größte Stelle am Abstand. Ja, und nach hinten aber auch. Ei, wenn es ab dem Ei hier weiter hochlaufen würde und hier wieder rein in die Schräge, dann kommen wir mit der Kante vielleicht hier hin. Wo jetzt der Radlauf aufhört, da fängt er nachher an, schätze ich mal. Und dann hört er ungefähr hier auf. Dann sind wir hinten immer, sind wir minimal immer noch ein bisschen größer am Abstand wie vorne. Wobei, du siehst ja nur noch die Sicke hier oben. Ja, einmal genau. Man sieht du siehst ja nur noch die Sicke hier oben, daher. Ja, von da dann wird es schon stimmig aussehen dann. Wobei die Felgen auch nicht schlecht aussehen mit dem Reifen, ne? Das kommt schon so Dragster-mäßig. Mir ist fast zu viel Gummi. So. Ja, natürlich ist viel Gummi. Wenn er höher wäre, okay, aber wenn es so versenkt. Nee, gut. Dann machen wir die wieder runter, machen wir die Originalen drauf und fangen an, das Ding zu zerpflücken. Vollends. Für dich ist Fahrwerk und Felgen wichtig. Ja. Ich mache ja jetzt, wir wollen ja nicht breiter machen. Ich mache einfach nur höher und dann tariere ich aus mit der Platte, dass das halt so weit rauskommt, wie es passt. Dass es stimmig ist. Und dann könnt ihr später dann, was ihr dann macht, ist mir dann eigentlich egal, ob ihr dann breitere Felgen nehmt oder das mit Platte macht. Ja, oder ja. Weil wenn man wie sonst breiter bauen, brauche ich das passende Rad, aber hier gehen wir einfach nur höher und dann muss ich das Rad den Rest ausfüllen. Du musst ja auch das Ding schmal bauen, ne? Das Blech. Die Kante schmal, klar. Ja. Aber von der optischen Form, das würde zu dem Auto nicht passen, wenn das breiter gehen wird. Das darf niemals breiter wie so sein, nur einfach höher. Das passt zu dem Schnittigen nicht, wenn da so ein Kasten dran hat, glaube ich. Aber die gleiche Zollzahl brauchst du, oder? Wie? Also das Rad. 17 Zoll oder? Ja. 17 Zoll jetzt. Und es soll auch 17 drauf? Ja, ja, ja. Okay. Größer nicht. Zu groß, glaube ich. Nee, also normalerweise fahren die Leute meistens 16 Zoll drauf. Ja. Wir fahren 17 Zoll, ist schon grenzwertig. So, und vorne habe ich eigentlich nicht viel vor. Mhm. Den lassen wir vorne relativ original. Kante halt anlegen wegen dem Lenker. Ja, das ist ja voll der Wulst. Also die Kante würde ich schon noch bearbeiten. Wir kriegen eh andere Kunststücke. Aber wenn wir welche kriegen, wie gesagt, wenn ihr welche rumliegen habt, dann gerne. Ansonsten, im schlimmsten Fall gibt es die vom Zubehör. Ah, die ist komplett durch, guck mal an. Ja. Guck mal hier, durch. Ne, ich meine jetzt hier die dicke, das machen wir schon ein Stück dünner hier. Wobei das jetzt ja auch schon leicht dörtelt ist sogar. Ja, guck mal. Alles weggefault hier unten. Der hebt ja nichts mehr. Kaum knirschen. Mal hier unten. Da muss man natürlich von Anfang an gleich gucken, ob wir da innen drin noch Platz haben. Am Radloch. Was? Dass wir auch einschlagen können. Ja, ich müsste hier auch noch Dinger machen. Bisschen. Ja. Und motortechnisch vorerst nichts. Wir überlegen uns was. Aber vorerst, der soll in dem Optik fertig gut fahrbar sein. Also normal fahrbar sein, dass man überall hinkommt. Und dann früher oder später überlegen wir uns was für den Motor. Habt da schon die eine oder andere Idee, was man da gut machen können, aber da warten wir noch drauf. Ja, und das ist noch alles noch hier, ein bisschen Flugrost noch vom Kotflügel, weil die waren hier oben auch durch, ne? Guck mal. Was ist das? Guck mal. Ja, man hat mir zwar welche angeboten, hier, guck mal, Mutlu, einen sauberen, da musst du nicht viel machen. Aber wieder die Farben, was damals halt in waren, so blau, grün, keine Ahnung, keine schwarze oder keine schöne Farben. Und dann sagen sie, ja, ist gute Basis, kannst du dann umbauen. Und dann wollen sie 8.000 bis 12.000 Euro. Naja, für das Geld ist er eigentlich fertig dann hinterher. Was? Ja. Deswegen verstehe ich manchmal die Angebote nicht. Da ist er auch mal geschweißt worden, guck mal.
Siehst du das hier? Alles mal geschweißt worden hier nachträglich, weil hier ist ja nichts. Aber die Frage, ob es so bleibt. Aber hier drunter ist, bröselt wieder alles. Die sind ja nur oben drauf gebraten, die Flicke. Ja? Die sind nur oben drauf gebraten, die Flicke. Ja, ja. Eigentlich auch schöner machen. Kann man schöner machen, ja. Das ist doppelt hier. Guck, hier unten drunter ist noch das originale. Originale Blech. Hier ist ja auch was drauf geschweißt worden. Hier ist sogar durch. Guck. Oh. Muss er jetzt doch zum Simon? Ich denke schon, der hat schon hier so ein paar Löcher, aber guck mal hier. Gut, flügig kann nicht. Umso mehr ich Mängel an so einem Auto sehe, umso größeren Hass kriege ich auf das Auto. Hm. Ist halt ein altes Auto. Jörg, wenn da blank machst, kommt da eine Überraschung raus. Hier ist eine Stelle, wo eigentlich keine Spachtel, was es sein sollte. Aber ansonsten sind ja die schlimmsten Rosttafel unter 23 eigentlich. Von daher ist es schon viel schlimmer. Also, echt? Ich denke mittlerweile 124 ist schlimmer. Ich glaube, die gäbe es nicht viel. Das sind beide ziemliche rostanfällige Autos. Simon, meld dich bei uns. Über ein Blech. Ich weiß nicht von unten. Also wenn er jetzt halt hier vorne schon so ein paar Stellen hat, hat er bestimmt unten auch ein paar, oder? Das ist so eine logische Schlussfolgerung. Jetzt vorne rostet, rostet es hinter auch. Gut, du weißt halt nicht, wer hat da vorne mal Crash gehabt und wurde nicht richtig gemacht. Weißt du, wie ich meine? Aus dem Grund will ich ihn verhunzen und umbauen. Was heißt verhunzen? Umbauen, nicht originalgetreu, weil es mir mittlerweile. Ja, von der Basis her ist es nicht schade drum. Ja, also du kannst nicht sagen, hinterher ja, jetzt schön aufbauen und alles tippitoppi. Nix. Daher hau rein, was du reinhauen kannst und fertig. So, das war's dann aber auch. Wir machen weiter. Bis dann. Ciao.